Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Witcher. So, wir gehen jetzt erstmal noch in die Druidenhöhle. Weil ich gesehen habe, diesen Ortrungenvertrag. Quatsch, nicht Ortrungenvertrag. Diesen Clubvertrag da. Dass wir da den Eintrag noch immer noch nicht haben. Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich da noch schnell ein Buch kriege. Wir haben ja genügend Geld. Was gibt's, Reisender? Ich habe gehört, ihr bezahlt für Bläuzeugerblut. Oh ja. Wir möchten diese Gattung ausrotten. Sie ist ein Ausrutscher des... Ja. Gut zu wissen. So, okay. Dann müssen wir eine andere Drüse anquatschen. Was gibt's, Wanderer? Pflanzen. Der hat nix. Bitte sagt meiner Base, ich brauche Gold, damit ich nach Hause kann. Ich weiß nicht, was ihr da redet. Ihr findet Antoinette am königlichen Hof. Ich flehe euch an. Das Ganze riecht nach politischer Intrige. In Politik mische ich mich nicht ein. Oh, und ich werde mein schönes Toussaint nie wiedersehen. Was planen die nur? Da hat's noch mal eine Drüse. Hallo. Was gibt's, Wanderer? Was? Haben die alle dasselbe drin? Scheinbar ja. Ein Ärgernis. Seid gegrüßt. Ja, dann muss ich gucken, dass ich das Buch irgendwo anders herkriege. Lebt wohl. Und sonst wird's halt mal ein Auftrag, den wir nicht erfüllen können. Warte mal, ich hab da auf dem Hundspetersilie erstmal. Was gibt's, Wanderer? Habt ihr Waren zum Tauschen? Und habt ihr Hundspetersilie, Edelsteine, Schals oder weiße Rosen? Ich habe Hundspetersilie mitgebracht. Hundspetersilie, her damit! So, zeig mal her, wo haben wir jetzt... Wo haben wir denn jetzt die Peternille? Da. Da ihr gebracht habt, was wir brauchen, erhaltet ihr im Gegenzug Tränke. Schön. Bei unserem Marsch symbolisieren die Blätter der Hundspetersilie das Leben. Mögen diese Schwalbetränke euer Leben regenerieren. Wenn ich noch etwas finde, das ihr brauchen könnt, komme ich zurück. Wunderbar. Und jetzt muss ich mich um die Einzelheiten unseres Protestes kümmern. Bis zum nächsten Mal. So. Schwalbe ist gut. Ich brauche Schwalbe. Da muss aber jetzt wieder was anderes irgendwie raus. In meinen Büchern steht aber jetzt nichts wieder
drin, was ich gebrauchen kann, ne? Fistisch brauche ich zum Beispiel mal nie. Scheiße. Scheiß Drogen. So, jetzt her mit der Schwalbe. Und Inventar. Sehr schön, da haben wir jetzt wenigstens wieder zwei. Was ist das? Ach, Salz. Deswegen sind die vielleicht immer von mir weggerannt. Okay. Könnte ich dem eigentlich genau jetzt noch mehr Petersilie andrehen hier, dass ich noch mehr Schwalbe krieg? Lasst uns in Ruhe. Wir planen unseren grünen Protestmarsch. Ja. Was gibt's, Wanderer? Habt ihr Waren zum Tauschen? Und habt ihr... Ich habe Hundspetersilie mitgebracht. Hundspetersilie, her damit! Ja, das ist nicht schlecht. Dankeschön. Bei unserem Mann. Wenn ich noch etwas. Wunderbar. Bis zum nächsten. Kann ich ihn jetzt auch nochmal anquatschen? Oder ist er. Lasst uns in Ruhe. Wir planen unseren grünen Protestmarsch. Was gibt's, Reisender? Lebt wohl. Na gut. Aber immerhin. Genau. Zweimal Schwalbe abgegriffen, ne? Oh, was ist das denn? Aha. So, als nächstes gehen wir dann mal zu diesem Herrenhaus. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass wir da die letzten Sachen finden, die wir noch brauchen. Na, so. Also. Mal losmarschieren hier. Ja, ich habe jetzt gerade keine Lust. Sei denn, mir stellt sich einer ganz doof in den Weg. Na, der haut aber ab. Hey, So, Straße zum Herrenhaus. Willst du mich verarschen? Ja, also, ich hoffe, wir finden da noch die Bücher. Und wir müssen ja noch irgendwelche Aufzeichnungen finden, wegen der Rüstung. Oh nein. Graf Pfeifenkopf. Na, tolle Wurst. Niemand darf hier durch. Befehl des Großmeisters. Wie wäre es mit einer Ausnahme? Seid ihr verrückt, Hexer? Vielleicht. Wie ich sehe, seid ihr befördert worden. Was meint ihr damit?
Der Großmeister hat euch mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, diesen Bereich des Sumpfs zu bewachen. Was habt ihr gesagt? Ihr könnt mich nicht provozieren, Hexer. Ohne triftigen Grund kommt ihr hier nicht durch. Niemand. Wie wäre... Seid ihr... Vielleicht. Was meint... Der Groß... Was habt ihr... Scheiße. Also ich muss jetzt sagen, das ist jetzt sehr ärgerlich. Das ist aber das Stahlschwert, ne? Ich brauche hier ein bisschen Silber. Was machen wir da jetzt? Wir schlachten uns jetzt hier halt noch ein bisschen durch. Mal gucken hier, ob ich da noch in irgendeine andere Höhle reinkomme. Also da steht zwar Höhleneingang, aber offiziell darf ich da ja auch noch nicht rein, wenn ich hier noch im Kampf bin. Mach mich doch nicht fertig. Ich muss hier diese Kackhöhlen da erstmal absuchen. Sonst wird das nix. Decken wir mal hier unser Käsemesser weg. Sie haben mein Haus abgebrannt und mein Hab und Gut zerstört. Was soll ich nur tun? Nö, bleib mal hier in dieser modrigen Höhle drinne sitzen. Da hat's einen Grün. Ach, das ist hier einer von den Vettern. Endlich! Antoinette hat sich wahrlich Zeit gelassen. Wo ist mein Gold? Und wer mögt ihr wohl sein? Antoinettes Vetter! Ihr müsst ihr Bote sein. Begrüßt ihr alle Fremden so? Oh, genug der Spielchen. Kein normaler Mensch wagt sich heutzutage in den Sumpf. Wo ist mein Gold? Eigentlich ist es so ein Arschloch, dem würde ich eigentlich gar nichts geben. Hier. Danke.
Endlich kann ich nach Hause zurück. Arsch. Gibt's da noch was mit dem? Nee, ne? Sicher nie. Ihr habt mir geholfen. Aha. Naja. So, warte mal, wo war das? Ach, da, ich muss noch einen Vetter suchen. Also ich würde es jetzt mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Nein. So, wir gehen jetzt mal noch in die andere Richtung. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes übrig, als hier wirklich die Höhlen da abzuklappern. Und zu hoffen, dass wir was finden. So, aber jetzt hier hat es nochmal so einen Stein. Den kann man so anklicken. Aber ich weiß nicht, komme ich dann wieder in die Gruft zurück? Feuer. Weil das würde mir ja überhaupt nichts nützen. Die hatte ich ja, glaube ich, schon komplett leer geräumt. Na gut, wir werden es sehen. Aber natürlich jetzt... muss man erstmal gucken, dass die Energie dann immer wieder hochgeht und das ist jetzt gerade ein bisschen mühsam. Aber auch das werden wir noch schaffen. So. Und die nächste. Okay, also das ging jetzt nicht. Dann versuchen wir es mit zwei Feuer und dann einmal Luft. So, aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil die Zeit ist eh gleich rum. Und bis dahin können wir ja hier unsere Energie noch aufladen und fangen dann an dieser Stelle dann an und versuchen die nächste Kombination. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!